Hallo, zusammen. Viele wissen, dass vor langer Zeit durch einen riesigen Meteoriten alle Dinosaurier von unserem Planeten verschwunden sind. Aber wusstet ihr, dass das nicht der einzige Fall des Massenaussterbens von Lebewesen auf der Erde war? Vor nur 2,5 Millionen Jahren geschah etwas, von dem ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Heute werden wir gemeinsam auf eine ungewöhnliche Reise in die Vergangenheit gehen und den gesamten Weg der Evolution auf unserem Planeten kennenlernen. Von den Anfängen des Lebens bis in die heutige Zeit. Viel Spaß beim Anschauen! Damit das Leben in seinen verschiedenen Formen auf der Erde entstehen konnte, musste zuerst der Planet selbst geformt werden. Laut der gängigen Theorie explodierte vor etwa 15 Milliarden Jahren ein kleiner und sehr heißer Gegenstand im Weltraum plötzlich. Dieser Prozess wird als Urknall bezeichnet. So entstanden zahlreiche Galaxien, Sterne und planetarische Systeme, darunter auch unser eigenes, das Sonnensystem. Um den Hauptstern kreisen 8 große Körper. Alle haben eine einzigartige Zusammensetzung, Größe und Masse, obwohl ihre Entstehung der Wissenschaft mehr oder weniger auf die gleiche Weise erscheint. Wie ist das passiert? Nach der Bildung der Sonne blieb eine riesige Wolke aus Gas und Staub übrig, die sich aufgrund der gravitativen Wechselwirkungen allmählich zu größeren Objekten zusammenschlossen. Und dann begannen diese größeren kosmischen Objekte miteinander zu kollidieren und sich wieder zusammenzuschließen. Und so dauerte es, bis die Planeten entstanden. In diesem harten Kampf überlebten nur die stärksten Objekte, deren Gravitationsfeld in der Lage war, den Raum um ihre Umlaufbahn zu räumen. Aber damit war der Prozess der Bildung der Erde noch nicht abgeschlossen. Substanzen unterschiedlicher Dichte trennten sich und bewegten sich innerhalb des Planeten, um den Kern, den Mantel und die Kruste zu bilden. Das alles begann vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren. In diesem langen Zeitraum gab es immer wieder bedeutende Veränderungen im geologischen und klimatischen Zustand der Erde. Deshalb ist es üblich, dass Wissenschaftler mehrere Entwicklungsphasen der Erde unterscheiden, die als Ären bezeichnet werden. Lass uns mal anschauen, welche Metamorphosen mit unserem Planeten passiert sind. In den ersten 500 Millionen Jahren ihrer Existenz ähnelte die Erde einer riesigen leblosen Kugel aus glühender Lava. Die Luft auf dem Planeten war sehr heiß und giftig. Es enthielt eine riesige Menge an gefährlichen Gasen, Ammoniak, Chlor und Wasserstoff. Und das Strahlungsniveau überschritt alle für das Leben zulässigen Grenzen. Es wird angenommen, dass vor etwa 4 Milliarden Jahren, noch vor der ältesten Ära auf unserem Planeten, in der archaischen Ära, kollidierte die Erde mit einem ziemlich großen Himmelskörper und schleuderte Substanzen ins All, die sich dann in den Mond verwandelten. Unser Planet begann allmählich abzukühlen und das Wasser, das zuvor als Dampf vorhanden war, begann auf die Oberfläche zu fallen. Überall fielen starke Regenfälle. Es bildeten sich Ozeane, Meere und Seen. Die Entstehung des Mondes trug zur Zirkulation des Wassers auf der Oberfläche und zu seiner Reinigung bei. So entstand das erste Leben in der Tiefe der Ozeane und Meere. Genau dort herrschten die optimalen Bedingungen für ihr Entstehen. Zuerst entstanden einzellige Organismen, in deren Zellen kein ausgebildeter Kern vorhanden war, wie Archaeen und Bakterien. Sie konnten unter den extremsten Bedingungen überleben und ernährten sich von chemischen Verbindungen. Außerdem waren sie fähig zum Stoffwechsel und zur Fortpflanzung, weshalb sie überleben konnten und die Grundlage für die Entwicklung allen Lebens auf der Erde wurden. Interessant, kann man diese Bakterien unsere fernen Vorfahren nennen. Denn das, was wir als nächstes erfahren, gibt eine ziemlich ambivalente Antwort auf diese Frage. Die ersten Bakterien tauchten auf und dann vergingen ganze 1 Milliarde Jahre. Auf unserem Planeten fanden keine nennenswerten Prozesse statt, die mit der Evolution verbunden sind. Und erst vor 2,5 Milliarden Jahren, an der Grenze zwischen den beiden Epochen, der archaischen und der proterozoischen, entstehen verbesserte Bakterien, die fähig sind zur Photosynthese. Das heißt, sie können Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln. Sie begannen aktiv Sauerstoff abzugeben und damit die Ozeane und die Atmosphäre unseres Planeten zu sättigen. Blaugrüne Algen. So werden diese einzelligen Bakterien genannt, die die Bedingungen für die Entwicklung des Lebens auf der Erde verbessert haben. Aber da sich diese neuen Bakterien viel zu schnell vermehrten und eine riesige Menge Sauerstoff an die Erdoberfläche abgaben, kam es zur Sauerstoffkatastrophe, die die Zusammensetzung der Atmosphäre veränderte. Genau in dieser Zeit entstand eine riesige Anzahl verschiedener aerober Organismen, also solcher, die für ihr Überleben Sauerstoff benötigen. Die anaeroben Organismen hingegen sind praktisch verschwunden. Hier ist es, das erste große Massenaussterben von Lebewesen auf unserem Planeten. Und bis zum nächsten Mal. Bei weitem nicht die letzte.
Jetzt dominierte die Ozonschicht auf der Erde, die den Treibhauseffekt erheblich reduzierte, kühlte den Planeten ab und verwandelte ihn in eine Schneekugel. Dieser Zeitraum, der vor 2 Milliarden 400 Millionen Jahren begann, nannte man die Huron-Eiszeit. Es ist eine der ältesten und längsten Eiszeiten auf der Erde, die über 300 Millionen Jahre dauerte. Stellt euch vor, ganze 300 Millionen Jahre im Schnee. Es scheint, als hätte eine so lange Kälte das Leben auf unserem Planeten für immer beenden müssen. Aber einigen Organismen ist es trotzdem gelungen, zu überleben. Erstens konnten sie sich an die neuen Bedingungen anpassen. Und zweitens gab es auf dem Planeten immer noch Orte mit nicht allzu dickem Eis. Genau dort ist es einigen Organismen gelungen, den langen Winter zu überstehen. Tatsächlich ist es diesen widerstandsfähigen Bakterien gelungen, nicht nur zu überleben, sondern sich auch zu verwandeln. Bereits am Ende der Proterozoikum-Ära gab es auf unserem Planeten eine große Biodiversität verschiedener Organismen. Diese Periode wird als der Avalon-Explosion bezeichnet. Und es ist nicht ganz klar, warum diese Explosion überhaupt passiert ist. In dieser Ära entstanden die Reiche der Pflanzen, Tiere und Pilze. Die ersten mehrzelligen Organismen entstanden. Darmstreifen, Schwamme, Algen, Vorfahren der Trilobiten. Diese Organismen waren viel komplexer als ihre einzelligen Vorfahren und begannen, neue, ökologische Nischen zu besetzen. In den folgenden Perioden entwickelte sich die Evolution in riesigen Sprüngen. Zum Beispiel dauerte die paläozoische Ära nur etwa 300 Millionen Jahre. Aber er wurde zu einem der wichtigsten Perioden der Evolution auf dem Planeten. In dieser Zeit das Leben. Tiere und Pflanzen haben einen so großen evolutionären Sprung in ihrer Entwicklung gemacht, wie es wahrscheinlich weder danach noch davor je geschehen ist. In dieser Zeit tauchte eine riesige Vielfalt an Tieren und Pflanzen auf und das alles in einem relativ kurzen Zeitraum. Viele von ihnen sind ausgestorben. Vor 540 Millionen Jahren war der größte Teil der Erde von Meeren und Ozeanen bedeckt. Und in diesem Stadium fand die Entwicklung vieler Lebensarten statt. Es gab eine weitere Explosion der Biodiversität, die Kambrische. Es tauchten verschiedene Meereslebewesen auf, Korallen, Meeresinsekten und Seegurken. Genau in dieser Zeit haben die Tiere zum ersten Mal Schalen, Panzer und Skelette aus Mineralien entwickelt. Es tauchten Meeresbewohner mit sehr seltsamen und skurrilen Formen auf. Morella, Apobinia, Tomiscolaris. Und sogar ein Tier mit einem ungewöhnlichen Namen, Hallucigenia. Als Charles Dolit Levalcott, der Entdecker, zum ersten Mal ihre Fossilien sah, war er sehr überrascht und dachte, er hätte Halluzinationen. 8 Paare dünner Beine, Stacheln, aufragende Rücken, Kopf und Schwanz sind praktisch nicht voneinander zu unterscheiden. So sieht Hallucigenia aus. Ein seltsames Tier mit einem ungewöhnlichen Namen. Interessanterweise entwickelten die Tiere im kambrischen Zeitraum nicht nur verschiedene Strukturen aus Mineralien, aber auch die Augen. Jetzt konnten die Raubtiere ihre Beute sehen und das Opfer seinen Jäger. Also eines der ersten ordovizischen Wesen. Auf dem Planeten Kalkoichtis gab es Kiemen, einen einfachen Darm, ein Blutgefäßsystem, ein Gehirn und Augen. Und das ist ganze 520 Millionen Jahre her. Während der paläozoischen Ära gab es auch bedeutende Veränderungen im Klima, die dazu führten, dass die Erde mit dichten Wäldern bedeckt wurde. Und während die Wasserbewohner oder Fische im Meer evolvierten, begannen Pflanzen und Tiere anderer Klassen bereits, an Land zu gehen. Zum Beispiel begannen die Gliederfüßer, also die Insekten, aktiv unseren Planeten zu besiedeln. Übrigens waren sie riesig, denn heute sind wir es gewohnt, Ameisen zu sehen. Die Bienen und Libellen waren klein, während die Flügelspannweite der uralten Libelle Meganeura ganze einen Meter erreichte. Und gegen Ende der paläozoischen Ära tauchten die ersten Wirbeltiere auf der Erde auf. Eines der allerersten Tiere, die nicht mehr zu den Fischen, sondern zu den Amphibien gezählt werden, waren die Ichthyostega. Sie lebten vor etwa 365 Millionen Jahren. Ihre Körperlänge erreichte einen Meter und ihre Beine hatten jeweils 7 Zehen. Und obwohl die Ichthyostega bereits Beine anstelle von Flossen hatten, konnten sie sich immer noch nur schwer an Land bewegen und führten ein halbwässriges Leben. Und dann fingen die Amphibien und Reptilien an zu erscheinen. Das war ein sehr wichtiger Schritt in der Entwicklung des Lebens, denn er öffnete die Tür zur Entstehung von Dinosauriern und Säugetieren in der Zukunft. Aber am Ende der paläozoischen Ära fand eines der wichtigsten Aussterben in der Geschichte der Erde statt. Das wird als das Permische bezeichnet. Das ist bereits das dritte Aussterben in unserer Liste.
Etwa 95% der Tier- und Pflanzenarten starben infolge dieses Ereignisses. Das war das Aussterben. Es wurde durch viele Faktoren verursacht, einschließlich Klimaveränderungen und geologischen Prozessen. Der Erde blieb nichts anderes übrig, als praktisch von vorne zu beginnen. Nach dem permischen Aussterben blieben auf der Erde nur die kleinsten Tiere übrig. Aber schon nach 50 Millionen Jahren war die ganze Erde von riesigen Dinosauriern bevölkert. Die Mesozoische Ära wird auch als Zeitalter der Dinosaurier bezeichnet. Sie erschienen. Sie breiteten sich aus und verschwanden von der Oberfläche unseres Planeten genau in dieser Zeit über einen Zeitraum von 168 Millionen Jahren. Wie kurz ist dieser Zeitraum im Vergleich zu allem, was wir bisher betrachtet haben? Die Mesozoische Ära wird in drei Perioden unterteilt. Trias, Jura und Kreide. Der erste von ihnen ist bekannt für den Zerfall des zuvor existierenden Superkontinents Pangaea, der letztendlich zur Bildung der heutigen Kontinente führte. Im Trias-Zeitalter erschienen die ersten Säugetiere, obwohl sie winzig und nicht sehr entwickelt waren. Sie führten einen aktiven Lebensstil, hauptsächlich nachts. Die Meere des Trias-Zeitalters waren voller Ammoniten und Seeigel. Es erschienen metripore Korallen. Die artenreichste Gruppe heute sind die Korallen. An Land traten zahlreiche Archosaurier, alte Reptilien, zu denen Dinosaurier und Perosaurier gehören. Der zweitbekannteste Zeitraum der Mesozoischen Ära, der Jura, wird als die Zeit des Aufblühens der Dinosaurier und des Auftretens der ersten Vögel charakterisiert. Im Jura-Zeitalter gab es auf der Erde bedeutende Veränderungen im Klima. Insbesondere entstanden Gebiete mit trockenem und heißem Klima. Das schuf günstige Lebensbedingungen für die Dinosaurier, weshalb ihre Population ihren Höhepunkt erreichte. Es entstanden tausende verschiedener Arten dieser Reptilien. Jeder mit seinen eigenen Besonderheiten in Aufbau und Lebensweise. Die letzte Kreideperiode dauerte etwa 80 Millionen Jahre. In dieser Zeit gab es bedeutende Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt. Die ersten blühenden Pflanzen erschienen und die Anzahl der Säugetiere nahm erheblich zu. Auch wenn sie keine wesentliche Rolle im Leben des Planeten spielten. Eine wesentliche Rolle im Leben des Planeten. Damals sah die Erde schon fast so aus wie heute. Die Kontinente, Ozeane und Gebirgszüge haben sich gebildet. Und dann starben die Dinosaurier aus. Und das ist bereits das vierte Aussterben auf unserer Reise in die Vergangenheit. Es gibt mehrere Hypothesen darüber, warum die Dinosaurier von unserem Planeten verschwunden sind. Die Theorie des Zusammenstoßes der Erde mit einem riesigen Asteroiden hat die meisten Anhänger und Beweise. Der Zusammenstoß fand auf dem Gebiet der Halbinsel Yucatan im Golf von Mexiko statt. Der Meteorit hatte einen Durchmesser von etwa 10 Kilometern. Seine Länge war so enorm, dass als ein Teil von ihm das Wasser in der Bucht berührte, der andere Teil noch in den oberen Schichten der Atmosphäre war und nach seinem Aufprall entstand ein Krater mit einem Durchmesser von 160 Kilometern. Dennoch glauben nicht alle Wissenschaftler, dass selbst ein so starker Zusammenstoß so viele Tierarten in so kurzer Zeit auslöschen konnte. Einige Wissenschaftler unterstützen die Theorie der Migration von Krankheiten. Durch den Rückgang des Ozeans vor 66 Millionen Jahren entstanden einige Landverbindungen zwischen den Kontinenten. Die Tiere begannen, von einem Landteil zum anderen zu wandern und mit ihnen auch ihre Parasiten und Krankheiten. Da das Immunsystem von Tieren auf einem Kontinent nicht an die Krankheiten und Parasiten eines anderen Kontinents angepasst ist, könnte selbst eine nicht tödliche Krankheit für die Tiere, zum Beispiel aus Asien, könnte für ein Tier aus Amerika tödlich gewesen sein. Deshalb begannen massive Epidemien. Aber nochmal, die Möglichkeit, dass so viele Tierarten wegen der Migration von Parasiten aussterben, ist extrem gering. Bald würden sich die Tiere an die Krankheiten anpassen. Vielleicht hängt dieses Aussterben mit einer erhöhten vulkanischen Aktivität zusammen. An mehreren Orten der Erde gab es vor 66 Millionen Jahren massive Ausbrüche. Mächtige Lavaflüsse brachen aus, zum Beispiel aus den riesigen Vulkanen in Indien. Die Lavaströme vernichteten auf ihrem Weg alle Tiere und deren Lebensräume. Noch gefährlicher waren die giftigen Gase, die aus den Vulkanen austraten. Von ihnen starben noch nicht geschlüpfte Nachkommen der damals lebenden Dinosaurier und die erwachsenen Tiere erstickten. Im Grunde genommen könnte die allgemein bekannte Geschichte über den Meteoriten tatsächlich etwas ganz anderes sein. Wichtig ist nur, dass trotz des Aussterbens der Dinosaurier die Säugetiere und andere Lebewesen überlebten und in die nächste Ära weiter evolvierten. Känozoikum. Das Känozoikum ist der letzte bisherige Zeitabschnitt in der Geschichte der Erde, der bereits seit über 66 Millionen Jahren andauert.
In dieser Ära leben wir auch jetzt. Der Beginn dieser Periode ist geprägt von einem Aufschwung. Es geht um diese Säugetiere. Sie werden die dominierenden Lebensformen auf der Erde und nehmen die ökologischen Nischen ein, die nach dem Aussterben der Dinosaurier frei wurden. In dieser Zeit traten viele uns bekannte Tiere auf. Wie Elefanten, Löwen, Tiger, Wale, Delfine und Primaten sowie viele andere Arten von Eierlegenden und Beuteltieren. Auch die Vegetation erholte sich schnell nach der Katastrophe. Schon nach 5 Millionen Jahren. Die ganze Erde war mit Dschungeln und Sümpfen bedeckt. In dieser Zeit setzte der Drift der Kontinente fort. Auf jedem von ihnen bildeten sich einzigartige Gemeinschaften von Pflanzen und Tieren. Das Klima wurde kontinentalreicher. Es entstanden Eiskappen an den Polen. Es scheint, als würde sich alles günstig für die zahlreichen Bewohner des Planeten entwickeln. Aber vor etwa 2,5 Millionen Jahren ereignete sich auf der Erde genau dieses Ereignis, von dem wir zu Beginn des Videos gesprochen haben. Es begann eine lange Eiszeit. Über einen Zeitraum von 2 Millionen Jahren wechselten sich auf dem Planeten immer wieder sehr kalte und relativ warme Zeitabschnitte ab. Die kalten Phasen dauerten etwa 40.000 Jahre. Die Kontinente wurden von Gletschern heimgesucht. In den wärmeren Klimaphasen zogen sich die Gletscher zurück und der Wasserspiegel in den Meeren stieg. Bei vielen Tieren in den kalten Regionen des Planeten, wie zum Beispiel beim Mammut und dem Wollnashorn, entwickelte sich ein dichter Fellmantel und eine dicke Schicht Unterhautfett. In den Ebenen grasten Herden von Rehen und Pferden, die von Höhlenlöwen und anderen Raubtieren gejagt wurden. Vor etwa 180.000 Jahren begannen auch die Menschen, sie zu jagen. Zuerst der Neandertaler und dann der moderne Mensch. Viele große Tiere konnten sich nicht an die starken Klimaschwankungen, den Einfluss des Menschen, anpassen und starben aus. Vor etwa 10.000 Jahren endete die Eiszeit und das Klima auf der Erde wurde wärmer und feuchter. Das trug zu einem schnellen Anstieg der menschlichen Bevölkerung und zur Besiedlung der Menschen auf der ganzen Erde bei. Sie lernten, den Boden zu bestellen und Nutzpflanzen anzubauen. Die kleinen landwirtschaftlichen Gemeinschaften wuchsen und es entstanden Städte. Und nur wenige Jahrtausende später verwandelte sich die Menschheit in eine globale Gesellschaft, die alle Errungenschaften der Hochtechnologie nutzt. Dafür stehen viele Tierarten, mit denen die Menschen seit jeher den Planeten geteilt haben, am Rande des Aussterbens. Deshalb sagen Wissenschaftler oft, dass durch das Verschulden des Menschen auf der Erde eine neue Massensterben von Arten ausgebrochen ist. Heute befinden wir uns im Känozoikum und tragen weiterhin zu den Veränderungen der Umwelt bei. Einige Wissenschaftler nennen diese Periode Anthropozän. Das ist eine Phase in der Geschichte der Erde, die Ende des 18. Jahrhunderts begann und bis heute andauert. In diesem Stadium wurde der menschliche Einfluss auf den Planeten deutlicher. Und es gab viele Veränderungen in der Umwelt, einschließlich Klimaveränderungen, Wasser- und Luftverschmutzung, Abholzung der Wälder und Rückgang der Biodiversität. Dennoch wurden in dieser Phase bedeutende wissenschaftliche Entdeckungen und technologische Durchbrüche gemacht, die es der Menschheit ermöglichten, unseren Planeten besser zu verstehen. So einen langen und komplizierten Weg hat der Planet Erde von seinen Anfängen bis heute zurückgelegt. Die Prozesse, die vor Millionen und Milliarden von Jahren stattfanden, haben unser Leben und unser Dasein beeinflusst. Und jetzt beeinflusst die Menschheit die Entwicklung des Lebens auf dem Planeten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Erde einzigartig ist. Und ein respektvoller Umgang mit der Umwelt ist notwendig, um ihren Reichtum und die Vielfalt des Lebens zu bewahren. Danke fürs Zuschauen.